Ja, ich freue mich natürlich, dass ich mit so einem tollen Ergebnis wieder gewählt wurde. Es ist für mich natürlich eine Bestärkung, so weiterzumachen wie bisher, im Gemeinderat eine sachorientierte Politik zu machen, aber auch für die Bürger immer ein offenes Ohr zu haben, die Kritik, die Anregungen, die Vorschläge aufzugreifen und im Sinne der Bürger dann auch umzusetzen. Es gibt jetzt zwei Schwerpunkte. Zum einen haben wir wirtschaftlich schwierige Zeiten, große Herausforderungen vor uns. Wir müssen schauen, dass wir die Betriebe, die wir hier vor Ort haben, die Arbeitsplätze anbieten, die Steuern zahlen, auch unterstützen. In der Form, dass wir eben die Bedingungen, die hier vor Ort gegeben sind, optimal auch ausrichten, dass wir ja, ein wirtschaftsfreundliches Klima hier auch weiterhin erhalten. Und zum anderen der große Bereich Tourismus, wo wir in den nächsten Jahren verstärkt eben schauen müssen, dass wir mehr Gäste wieder ins Tegernseer Tal holen und die Gäste, die wir herholen, dann auch hier begeistern können für die Region, dass sie auch wiederkommen. Da gibt es Notwendigkeiten eben in Investitionen in Infrastruktur, dass man auch das ganze Jahr eben hierher kommt, um Urlaub zu machen, dass man auch gerade die Wintersaison ausbaut. Und in diesem Bereich, wie gesagt, gibt es in den nächsten Jahren viele Aufgaben. Das werden wir gemeinsam mit den anderen Talgemeinden, mit der Tegernseer Tal Tourismus GmbH auch angehen. Und ich hoffe, dass wir dann in 3,5 Jahren, wenn wir dann wieder kommunal voran sind, dann auch rückblickend dann sagen, es hat sich gelohnt, wir haben gute Arbeit. Wir haben geplant, heuer ein Umkleide- und WC-Anlage in der Klamm neu zu schaffen, um das auch attraktiver zu machen. Wir haben in den letzten Jahren verstärkt Parkplätze angelegt. Wir wollen heuer schauen, dass wir die Beschneiungssituation verbessern. Das ist einerseits eben ein Hirschberglift geplant, dort von privater Seite eine Beschneiungsanlage zu bauen, aber wir überlegen auch, eventuell das auch auf den Bereich des Langlaufs auszudehnen. Da sind wir noch so in der Überlegungsphase, aber auch hier wollen wir schauen, dass wir da uns besser für die kommenden Winter rüsten, um auch hier durchgehend ein gutes Angebot zu haben. Also messbar ist es nicht. Es hat uns sicher sehr gut getan, dieser Erfolg unserer Victoria. Und auf diesen Erfolg müssen wir aufbauen. Wir müssen eben das auch vermarkten, dass die Victoria hier eine Bürgerin unseres Ortes ist. Und damit auch das Thema Wintersport mehr in den Fokus zu rücken und eben mit diesem Erfolg dann auch Menschen dazu zu bringen, hierher zu kommen und auch Wintersport zu treiben. Okay.